So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Es gibt nämlich nicht nur das gute 5-0er Dosenbier, was es ja in der schwarzen Edition gibt. Das müsste dann das Pilz sein. Es gibt die rote Edition. Da ist das hier, das Export, was ich ja immer trinken muss. Es gibt auch dieses Wodka Lemon von 5-0. Das hat so eine gold-limette-farbene komische Färbungsdose. Es gibt das Grüne. Es gibt das... Was gibt es denn noch? Es gibt auf jeden Fall, es gibt noch Radler, es gibt noch Hefe, es gibt noch Orange, es gibt noch, ich glaube, Grün müsste Radler sein, das Orange müsste das Hefeweizen sein. 5-0, ne, ohne viel Schnickschnack, ohne viel Schnörgel. Und jetzt hat 5-0er Dosen Bier was ganz Neues auf den Markt gebracht, nämlich 5-0 Original. Aber außenrum seht ihr schon, das ist gar kein Bier, das ist eine Limo, und zwar ein Cola-Orange-Mix, koffeinhaltig. Und das wäre sicherlich auch was für den Itzwo, ne? Weil der Itzwo, der trinkt ja gerne Paulaner Spezi und sagt immer, das ist die beste Spezi auf dem Markt, die es gibt. Der muss immer überall Paulaner Spezi trinken. Das sind die 0,33er Dosen. Letztens hat er welche gesehen, die gibt es jetzt auch als 0,5er. Da hat er sich mächtig gefreut. Der härteste Konkurrent von Paulaner Spezi ist dann wohl die Spezi, die Original-Spezi, ja. Ich muss sagen, ich habe letztens die mal direkt verglichen und fand eigentlich, dass Paulaner Spezi okay, aber das Original Spezi irgendwie fruchtiger, erfrischender als das Paulaner Spezi. Das heißt, hier ist wo, das ist für dich, das ist für mich, da kommen wir uns nicht in die Quere, aber vielleicht haben wir beide jetzt eine neue Geschmackssorte mit 5-0er Cola Orange Mix, Orangen Mix. Ich habe gesehen, in der 24. Runde, in der Battle-Runde von Prime gegen Halo, hat er auch so eine Dose in dem Video. Der scheint das auch schon gesehen zu haben. Wollte das mal probieren. Hat das dann am Ende gegen die Wand geworfen. Hat das in der Runde ausgekippt. Ich glaube nicht, weil es nicht geschmeckt hat. Das war einfach nur fürs Video so gemacht. Was steht jetzt hier drauf? Eine erfrischende Limo, spritzig im Geschmack, alkoholfrei und aufmunternd. Für euren Genuss und Durst hergestellt, in fröhlichen Dosen abgefüllt. Und weil es einfach gut ist, kommt es ohne Werbung aus. So einfach, so lecker, einfach Limo und gut. Prost auf euch. Und dieser Spruch steht ja auch immer jetzt bei den 5-0er Dosen. Jetzt im neuen Design am Start. Prost auf euch. Finde ich also cool, 5-0er Dosenbier entwickelt sich irgendwie immer mehr zu meiner Lieblingsmarke. Früher war es Oettinger in Flaschen, jetzt ist es 5-0er Dosenbier in Dosen und immer das Rote, das sieht so herrlich aus. Jetzt das Kultgetränk für Cola-Mix-Liebhaber. Wir wollen das mal testen, wir haben da hier ein bisschen was aufgebaut, aber zuallererst wollen wir natürlich noch Spezi und Paulaner mal probieren, um dann zu schauen, wie gut sind die wirklich. Vielleicht soll ich mir fürs Thumbnail extra sowas basteln. Ich weiß es nicht. Ich fülle mir mal einmal die Ware ab und dann einmal mich mit der Ware. Ich weiß nicht, ob das ein schönes Bild ist oder auch nicht irgendwie, weil das gegen das Fenster schimmert, sieht das dann so anders aus. Wir machen jetzt erstmal das Paulaner auf. Wie ich es normalerweise immer aufmache, ich tue meinen Daumen hier hinter und ziehe das immer vor. Zack. Wie ich gesehen habe, die anderen, die machen das aber mit dem Mittelfinger und ziehen das zu sich rüber, zu sich vor, auf sich zu. Wie macht ihr die Dose auf? Schreibt das mal hin. Macht ihr das eher seitlich oder macht ihr das auf euch zu? Würde mich interessieren. Wir probieren zuerst die Paulaner Spezi. Schmeckt auf jeden Fall fruchtig, ist ein bisschen gekühlt, hat auch gerade nicht zu viel Kohlensäure, aber weiß ich nicht, irgendwas fehlt da, da fehlt noch der Bums, ja, ein bisschen Bums könnte es glaube ich noch vertragen,
Aber gut, wenn der Iswo immer eine hatte, habe ich gesagt, oh, kann ich fix eine Paulaner trinken? Ich habe so Durst. Habe ich ihm die immer abgeluchst. Jetzt wollen wir direkt mal den Vergleich machen mit Spezi. Das Original Spezi ist, glaube ich, jetzt noch etwas kühler als das Paulaner. Irgendwie merke ich trotzdem die Kohlensäure ein bisschen mehr. Das prickelt und brennt ein bisschen im Hals, wirkt aber irgendwie etwas erfrischender, während das ja ein bisschen matt ist, ja, ein bisschen matt, fruchtig matt. Hier prickelnd erfrischender, vielleicht auch durchs Gekühlte, aber eigentlich je kühler das ist, desto weniger müsste man die Kohlensäure eigentlich merken. Keine Ahnung. Im Endeffekt ist es eh alles das Gleiche. 2,3% Orange, 0,8 Zitrone. Und hier habt ihr 0,8 Zitrone und 2,2 Orange. Das heißt, hier ist mehr Orange drin, weil hier ja 2,3 ist. 0,1% mehr Orangensaft. Vielleicht würde das erklären, dass ich sage, dass Spezi meines Erachtens etwas fruchtiger ist. Irgendwie kommt mir das jetzt hier viel sahniger vor, während das eher an Limo wie frisches Wasser und das ist eher so wie Saft. Also ich finde die Konsistenz ist schon unterschiedlich. Man kann das schlecht erklären. Wir packen das jetzt mal kurz hier rüber, einmal da, einmal da. Ziehen uns jetzt mal hier eine Dose von dem 5-0er rein, ja? Jetzt bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich merke ich jetzt gar nichts mehr. Hier steht nix. Zutaten. Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat 0,9%. Okay, das andere hat immer so 3% Saftgehalt gehabt. 3% Saft aus 2,2 Orange, 0,8 Zitrone oder auch 3,1 Saft. Hier ist insgesamt nur 0,9% drin. Ich habe keine Ahnung. Dann müsste das ja eigentlich fast nur nach Cola schmecken. So, wir machen das mal auf. Im Endeffekt ist es einfach jetzt nur Bier. Weiß ich, das ist schon wieder alles zu viel. Kohlensäure hin und her, sonst was. Ich habe jetzt immer noch diesen komischen Salami-Geschmack im Mund von vorhin, deswegen schmeckt sowieso alles anders. Okay. Ich liebe ja 5-0er Dosenbier, ja, aber ich muss sagen, wirklich, man merkt, dass da nicht so viel Saft drin ist, nicht so viel Frucht. Das schmeckt, wenn man es vielleicht alleine kauft und trinkt, ganz annehmbar als Brause. Ich lösche einfach meine Gedanken und teste nochmal, wenn ich nichts anderes davor getrunken habe. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Man kann es auf jeden Fall trinken. Das ist jetzt nicht gekühlt. Wenn das gekühlt ist, schmeckt es nochmal viel prickelnder, viel erfrischender. Ich finde das Design der Dose auf jeden Fall sehr cool. Ich finde es cool, dass es von 5-0 ist. Ist auch eine ordentliche Portion, 0,5. Aber im direkten Vergleich muss ich wirklich sagen, hat Spezi sowie auch Paulaner die Nase vorne. Also, wenn ihr wirklich eine schöne Cola Orange trinken möchtet, finde ich jetzt 5-0er Cola Orangen Mix nicht so krass, ist aber trotzdem vielleicht, wer es mag, kann das als Kultgetränk sich selbst annehmen. Ist vielleicht sogar günstiger, weil das hier sind die heftigen Magenprodukte. Ihr sagt, ich bin oldschool, ich gönne mir jetzt immer das.
Vielleicht trotzdem neues Kultgetränk, aber richtig fruchtig habt ihr es halt eben bei den Marken. Ne? Was normalerweise fehlt, was mir immer am besten noch mitgeschmeckt hat, sogar noch besser als Spezi, war Schwippschwapp. Schwippschwapp in Dosen war der Shit. Im Netto, ich habe jedes Mal, während ich gearbeitet habe, bin ich von der Kasse weg und habe mir immer eine Dose Schwippschwapp kühl gestellt, in die Kühlung, wo auch sonst. Und sobald ich Pause hatte, habe ich mir diese Dose Schwippschwapp dann immer gekauft und habe in der Mittagspause beim Netto mir immer eine Dose 5-0, immer eine Dose Schwippschwapp reingezogen. Das war für mich ein Ritual, jedes Mal zum Mittag, zum Frühstück, wie auch immer, Schwippschwapp-Döschen, richtig genial. Ich habe schon ewig keine Schwippschwapp-Dosen mehr gesehen. Hier gibt es jetzt immer nur das in Dosenform. Ne? Jetzt ist das hier in Dosenform dazugekommen im nächsten Laden. Also ich glaube, Schwippschwapp ist und bleibt der King für mich. Iswo feiert Paulaner. Ich finde Spezi immer noch ganz toll. Prime trinkt 500 Dosen Bier, weil er nicht weiß, dass das gar kein Alkohol hat. Und ansonsten ist das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.